Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für den Freitag, den 17.05.2024. Ja, und unser DAX ist vom Surfbrett etwas übermütig von seiner Welle runtergefallen, aber ihm geht es erstmal noch gut. Noch müssen wir uns nicht brachial Sorgen machen. Er zeigt hier erstmal noch den Daumen nach oben, ist hier auf die Supportbereiche jetzt aufgesetzt. Hat jetzt nicht unbedingt eine besonders gute Figur zum Donnerstag gemacht. Das, was es uns aber ein bisschen leichter gemacht hat, war, dass er eigentlich von Beginn an ja gar nicht oben rüber getrieben hat. Wir hatten uns ausgiebig in der gestrigen Analyse darauf vorbereitet, wie er da oben jetzt mit wie er auf einem 19.000 auflaufen würde, wie das üblicherweise abläuft, dass er kurz vorher eintritt und so weiter und so fort. Und habe dann irgendwie so sinngemäß in der zweiten Hälfte der Analyse gesagt, mich wird es überraschen, aber wenn er unter 8,50 von Beginn an sich drunter schiebt und sich auch darunter etabliert, und das hat er ja, ist jetzt sogar mit Abwärtsgap auch reingekommen, dass er dann hier auch deutlich unter die 800 drunter kann. Ja, wir hatten so ein bisschen Richtung 47 geguckt, im Premium-Dienst hat man dann uns eher auf die 725, 700 auch fokussiert. Ich weiß gar nicht, ob man in der Morgenanalyse da auch drüber gesprochen haben. Ich glaube, in der geschriebenen stand es mit drin. Ja, also 725, 700, das war ja noch so ein Zielbereich von uns gewesen, wo er dann jetzt nochmal auch hätte aufdrehen können, aber das hätte er machen müssen. Also das ist schon dolle spät, jetzt hier bis zum Abend runterziehen. Ich bin noch nicht so richtig schlüssig, wie ich das jetzt selber auch für mich werte, weil das einfach auch so reingeparkt aussieht. Also wir haben jetzt hier ja kein tieferes Tief, wir haben jetzt einen Rücklauf, der liegt wahrscheinlich sogar auf einem FIBO-Level. Jetzt hat er den ganzen Tag, die Tageskerze richtig hässlich rot, steht wieder nach einer perfekten Umkehrkerze auf Tagesebene aus. Und er steht aber noch so hoch halt. Und wie macht es denn der DAX so oft? Dann dreht er halt doch nicht und dann kommt am nächsten Tag einfach wieder zurück. Und es ist eine schöne Chance, auch wenn ich im Tageschart gucke. Es erinnert mich so ein bisschen an vorgestern, nee, wann war das? Noch einen Tag vorher. Jeder hat auch so eine rote Tageskerze, habe ich auch gesagt. Ja, es ist eine schöne rote Tageskerze, die könnte mal was einleiten, aber es passt ja untergeordnet noch nicht richtig. Und das ist jetzt hier wieder so. Das ist halt, weiß nicht, dafür ist der DAX zu sehr Stützohr, als dass er aus hier jetzt, ich weiß nicht, an sich müsste man jetzt wirklich hingehen und sagen, okay, Tagesebene, ab jetzt alles unter 18.700 nach unten an. Vielleicht machen wir es auch einfach so erstmal, ja, dass wir irgendwie zu einem Kontext kommen hier oder irgendwie zu einem Ergebnis auch der Analyse, weil auch wenn ich nicht so genau weiß, was ich mitmache, müssen wir ja trotzdem besprechen, wie man handeln sollte. Also wir haben von oben kommt. Auf jeden Fall Support auf den alten Hoch, das ist diese 560, 530. Da haben wir die letzten Tage schon mal drüber gesprochen, als insbesondere auch die rote Kerze kam und erinnert euch, dann kam die Trendumkehr und zack, ging die Bude wieder zurück. Also was ist Trendumkehr? Er hat aufgedreht und zack, oben neues Hoch drüber gestellt. Das steht ihm hier natürlich auch zu. Aber wir gucken uns genau an, wo sind die Marken, wo dreht er um. Also erstmal besprechen wir, was passiert, wenn er weiter fällt. Wenn er weiter fällt und er drückt sich unten durch, wäre also davon auszugehen, dass er auf dieses Hoch aufsetzt. Dort bekommt er nochmal eine Chance, wie jetzt hier auch auf der 18.700 sich hochzudrehen. Ja, das ist die 560 bis 530. Ja, ist richtig, 560 bis 530. Setzt er da jetzt zum Freitag auf, stabilisiert sich, dreht sich auf, kann er von dort locken. Auch wieder ein neues Hoch erreichen und sogar auch die 19.000 anlaufen. Hier kommt jetzt auch schön auf Tagesebene das obere Band, das legt sich jetzt perfekt auf eine 19.000, klammert die dann quasi ein. Dreht er sich nicht bei 5,60, 5,30 auf, kommt das nächste, der nächste markante Hochpunkt, der dann im Bereich um 2,50, 300 liegt. Ja, da ist dann auch das mittlere Band, also das ist dann das nächste Bewegungscluster, was man anpeilen darf, sodass man schon sagen kann, wenn der sich jetzt hier weiter nach unten etabliert, dann macht tiefere, also untergeordnet auf kleineren Zeiten, 5-Minuten-Chart, 15-Minuten-Chart, 30-Minuten-Chart, Stunden-Chart, was auch immer ihr gerne nehmt. Wenn ihr dort seht, dass er tiefere Tiefs macht und anschließend Erholung bringt, die aber einfach so verkümmern und er tritt dann wieder ein und generiert wieder neue Tiefs, dann kann man wirklich Stück für Stück auch jetzt das shorten. Ja? Auch wenn der übergeordnete Aufwärtstrend noch aktiv ist, wäre das dann als potenzielle Umkehrformationswerten, also eine mögliche Trendumkehr. Und dann haben wir als Ziel eben die erste Station und das heißt zweite Station. Und dann kann man die Bereiche antraden, ja, kann auf die Ziele hintraden und wenn er dann durchgeht und auch weiterfällt, auch auf die nächsten. Das wäre legitim und das wäre auch
Richtig, im Vorgehen halt, ja. Sollten wir aber sehen, dass der am Freitag mir eher so den Kollegen raushängen lässt, wie, was interessiert mich, was er am Donnerstag gemacht habe. Was ich ihm dort doch auch zutrauen würde, weil Dax ist manchmal ein Arschloch halt, ne? Das ist einfach so. Und er macht sowas gerne. Ja, auch dieses tief rausschießen, dieses Verunsichern von den Leuten, die am Vortag total überzeugt davon waren, da, ich ja auch, dass er auf die 19.000 geht und dann schiebt er den kompletten Tag nach unten und schließt auf Tagesschluss alle verunsichert, alle wieder raus aus ihren Nongs und am nächsten Tag steigt die Kiste wieder und er hat genau das geschafft, was er wollte. Also, man muss sowas im DAX einkalkulieren. Ich würde es aber abgrenzen, sogar relativ knapp. Haben wir auch im letzten Update geschrieben, Premium-Dienst auf 7,5. Ja, über 18,75 würde ich am Freitag schon eher ihm oben raus Luft geben und gar nicht unbedingt auf Shortgeld sein. Ja, also wenn der nämlich hier jetzt anfängt, am Freitag nach oben zu fummeln und drückt sich über die 700 raus, dann ist es für den leichtes Spiel wieder eine 800 reinzulaufen, 830 reinzulaufen, wenn nicht gar sogar noch ein Stückchen höher. Aber wenn ich so das ganze Konstrukt angucke und meine Erwartungshaltung, die ich ja hier hatte, dass wir jetzt in den Seitwärts gehen, haben wir genau das gekriegt. Auch wenn es eigentlich untypisch ist. Also das habe ich nicht so vor Augen gehabt, das habe ich auch nicht erwartet. Aber am Ende hat er jetzt, wie soll man es gesagt haben, ne, nach so einer starken Woche einfach erstmal eine Seitwärtswoche eingeschoben. Auch, ne, so haben wir eingangs die Woche. Am Wochenende für die Analyse vom Montag haben wir es so sinngemäß gesagt, ne? Nach einer starken Woche macht der DAX auch oft einfach mal eine Woche zur Seite, aber so sieht das in der Regel nicht aus. Das war ja schon eine schöne Flagge, ab in die Trendfortsetzung, neues Hoch. Aber das ist auch viel zu klein, die Bewegung hier oben. Da fehlt noch was. Wenn das der erste Aufwärtsstrang war, das die Hauptantriebswelle, das die Flagge. Und da fehlt noch was. Also da war bestimmt noch nicht das letzte Hoch, was wir jetzt hier die nächsten Wochen gesehen haben. Von daher, ich gucke mir genau an, wenn er hochdreht. Wie gesagt, über 705 hätte ich gar kein Problem, long zu handeln. Und wenn er sich weiter runterdrückt, wie gesagt, gucken auf die Bewegungsfolge, die Hochtiefs anschauen, kleinere Zeiteinheiten vielleicht reingehen, sich irgendwo ein paar Punkte noch Short rausbeißen, wäre tatsächlich gar nicht so verboten. Ja, Punkt. Das soweit die Erwartungshaltung. Ich wünsche euch damit ein schönes Wochenende, gutes Gelingen und dann hören wir uns am Sonntag wieder für die Analyse zum Montag. Bis dahin, tschüss.